Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Hallo zusammen, herzlich willkommen in meiner Küche. Heute werden wir Risotto mit Zucker und Amaretti machen. Kochen. Sehr lecker. Ich liebe es total. Mit richtigem Amaretti. Und mit richtigem Zucker. Na dann, fang mal an. Mama, che buona. Für unsere Risotto mit Zuckerkürbis für zwei brauchen wir Reisrisotto 160 Gramm, ein Glas Rotwein, eine Zwiebel, halbe Kürbis, ein Teelöffel Zimt, Amaretti, Butter und 1,5 Liter Gemüsebrühe. Oktober, Kürbistime. Ab hier beginnt Kürbistime. Ich liebe Kürbis. Ich liebe Kürbis auf eine Pizza, ich liebe Kürbis in Gnocchi-Version und natürlich liebe ich Kürbis in Risotto. Das ist meine Art. Mal gucken, ob es euch schmeckt. Also, zuerst habe ich wieder mal Öl. Heißes Öl und jetzt werden wir unsere Sofrito wie immer mit Zwiebeln machen. Jetzt sind die Zwiebeln schön gold. Jetzt tue ich das Reis, Risotto-Reis und Macerade. Wenn ihr kein Risotto-Reis findet, ist mir auch schon mal passiert, ich habe da Milchreis genommen. Auch gut. Ich glaube, es ist das gleiche Reis, aber bin mir jetzt nicht so genau sicher. Aber also formmäßig, wie ich ihn angeschaut habe, dann ja, dachte ich mir schon. Jetzt kommt was Optionelles. Ich mache es immer mit, in diesem Fall will ich mit Rotwein machen. Natürlich kannst du auch mit Weißwein machen, aber Rotwein, ich liebe Rotwein. Voila! Und mit Kürbis-Rotwein passt besser. Und weil meine Kürbisstücke nicht so klein sind, mache ich sie schon rein. Und dann fangen wir an. Ich mach so. Runter mit der Flamme. Und jetzt muss es langsam kochen. So langsam kochen, immer wenn es weniger Wasser wird, dann wieder ein bisschen Brühe dazu reinmachen. So, jetzt werde ich das Zimt noch dazu machen. Ich werde so ein bisschen Brühe nehmen und das Zimt reinmachen und etwas mischen. Über hier.
So, jetzt rühre ich nach Zimt. Die Kürbis ist schon schön weich, aber der Reis ist noch ein bisschen hart. So, unser Risotto ist schon. Werden wir jetzt mantecare lassen. La mantecazione. So. Eine Mantecazione machen wir nur mit Butter. Ich mache keine Käse rein. Einmal Butter. Einfach jetzt noch ein bisschen mischen. Gut, machen wir mal, machen wir mal zu, weg von der Hitze. Die Butter ist jetzt geschmolzen, jetzt muss es 2 bis 3 Minuten so bleiben. So, 2-3 Minuten sind rum. Jetzt werden wir unsere Amaretti nehmen, ein paar. Werden wir sie mal kaputt machen. Nicht. Also so grob ein bisschen. Und überall verteilen. Die ganze Küche. So. Und die erste Amaretti werden wir reinmachen direkt in unsere Risotto. So einmal alles schön zusammenmischen. Ihr könnt ihr natürlich auch vorher reinmachen. Ich lasse immer ein Ende, dass ein bisschen mehr Krustbrecher sind. So. Perfekt. Und ein sauberer Teller. So, dann noch 2, 3. So, oben. Na dann, lasst euch schmecken!